Jetzt heute erstmal das RAIN-Prinzip nochmal. RAIN ist einfach Großbuchstaben, ist Recognize, erstmal mitkriegen, dass irgendwas ist, dann erlauben, ne, ohne was damit zu machen, einfach erlauben, dann Investigate, gucken. Ne? Also das wird umfangreicher. Zum Investigate, zum Gucken gehört auch, wenn ich zum Beispiel Ärger habe. Das erstmal mitkriegen. Also nicht darauf reagieren, nicht das auszuleben. Man sagt immer, lass es raus. Das ist völlig falsch, weil du das, was du machst, übst du ein. Da wirst du besser drin. Also wenn ich jetzt merke, ich habe Ärger in mir und in den 70ern sagt, lass es raus, nimm den Kissen, dum, dum, dum. Ne? Dann übst du ein, auf dem Kissen rumzuhauen. Und dann haben sie auch festgestellt in der Psychologie, dass das dazu führt, dass ab und zu dann der Ärger, Kissenkloppen zu der Frau wird oder zum Kleinkind oder zu irgendwem. Ne? Weil der Unterschied zwischen Kissenkloppen und jemanden anders kloppen ist nur noch, das ist ein Ding zu einer Person. Und wenn ich Aggression immer wieder mit, dann habe ich das eingeübt. Also es ist besser quasi diese RAIN-Variante, erst mitkriegen. Oh, ich bin ärgerlich. Und dann zu sagen, okay, also nicht zu sagen, Ärger ist schlimm. Nein, sondern zu sagen, ich bin ärgerlich. Okay, das ist so. Erlauben, ist so. Nicht drauf handeln, aber erstmal mitkriegen, okay, ich bin jetzt ärgerlich. Und dann investigate, gucken. Was ist denn der Auslöser dafür? Wie kommt das zustande? Ja. Und daraufhin dann eben rauszufinden, aha, das war der Grund. Ich bin zum Beispiel, also das hat dann mehrere Schichten. Je länger man darauf achtet, umso mehr kriegt man mit. Es geht immer wieder um Angst, um Existenz, ja, um sowas, wenn es um Ärger geht. Ja, dass man merkt, ich bin eingeschränkt in dem, was ich jetzt vorhatte, was ich machen wollte, habe keine Zeit, ich werde ärgerlich, weil ich will das ja machen. Also in meinem Dasein eingeschränkt, ich werde ärgerlich, weil es um meinen Job geht. Ne? Oder ich wollte jetzt Süßigkeiten essen, jetzt darf ich nicht, werde ich ärgerlich. Ne? Also es gibt Ursachen dafür. Ne? Und dann eben einen Weg zu finden, also manche Leute finden ärgerlich gut, weil sie dann wach werden und so, das ist ein ganz anderes Thema, ob man das verstärken sollte, das ist dann euch überlassen, ich bin der Meinung nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich mit Leuten, die andauernd ärgerlich sind, mit mir, mit sich irgendwie gut umgehen kann. Also ich mag das nicht. Ja. Also für mich gehört das dann dazu, zu sagen, okay, wie kann ich, es fühlt sich bei mir auch nicht gut an. Also wenn ich ärgerlich bin, finde ich das nicht gut. Ja. Also es fühlt sich in mir nicht gut an. Ich weiß auch, meine Entscheidungen sind nicht toll. Ich schädige andere, ne, auch wenn ich niemanden schlage. Trotzdem, wenn ich ärgerlich bin, bin ich zu kurz angebunden und bin nicht mehr aufmerksam. Mir gegenüber und allen anderen. Ne? Und das finde ich, ich möchte das nicht. Ne? Also ich möchte das umtrainieren, so kann man das nennen. Ne? Also wenn der Ärger da ist, erlauben, er ist da. Und dann gucken, was der Auslöser. Und eben früher mitzukriegen, das sind Situationen, die mich ärgerlich machen, was kann ich daran machen. Und das heißt dann Nurture, also die Erkenntnis, wie man besser damit umgeht, zu nähren, kultivieren. Ne? Qi Gong. Ne? Also Ärger kann man als Energie, als Qi nehmen. Ne? Und das Gong ist die Praxis, ist das Kultivieren des anderen Wegs. Ne? Also ich kultiviere nicht Ärger, sondern ich kultiviere einen Weg, der für mich angenehmer ist und für alle, die mich umgeben. Also dieses RAIN-Prinzip finde ich ziemlich wichtig, das klingt ziemlich, also es ist einleuchtend. Ne? Erstmal das mitkriegen, das ist das Problem, jetzt kommen wir zum Klavier. Ne? Also, aber die Abfolge mitkriegen, erlauben heißt nicht, oh ich bin ärgerlich, super, rauslassen, sondern eben Abstand, hier ist Ärger, investigate, untersuchen, woher kommt der, wie gehe ich damit um und Nurture, kultivieren den Weg, der zu mehr Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit führt. Ne? Und das Mitkriegen, das meinte ich. Also in Meditation
ist es so, dass manchmal so wirklich alte Sachen wieder raus, wenn man länger sitzt, ne? Also dreiviertel Stunde, zwei Stunden oder sowas, oder so ein Retreat mitmacht, wo du dann immer wieder dich hinsetzt und so länger sitzt. Und dann kommen halt alte Geschichten raus. Und da ist halt so ein Erlebnis mit einem befreundeten Geschäftsführer, mit dem bin ich oft essen gegangen, ne, gewesen. Und das kam hoch und dann kam mir hoch, irgendwie, das war merkwürdig manchmal. Und dann fiel mir auf, der hat ab und zu erzählt davon, der war so Chorleiter bei sich in der Kirche, ne, also hat Klavier gespielt. Und dann bin ich immer merkwürdig draufgekommen, wenn er das erzählt hat, dass er Klavier gespielt hat. Ne? Und dann habe ich gedacht, was das ist, also das war wirklich Jahre später, ne, ist mir das gekommen, diese Erlebnisse von damals. Und dann habe ich halt wirklich lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, das war Ärger. Ne? Wieso? Der hat Spaß daran, dann muss ich doch froh für ihn sein, dass er Spaß daran hat. Und dann ist mir aufgegangen, ich war nicht ihm, also auf ihn ärgerlich oder auf die Situation, sondern ich war ärgerlich mit mir, dass ich nicht früher zu der Zeit, als ich noch Gitarre gespielt habe, wirklich dahinterher war, ein Klavier anzuschaffen, mir. Weil ich wusste damals schon, ich hatte eine Zeit lang halt, war zu Hause der Übungsraum, dann stand halt so ein E-Piano zu Hause, da habe ich schon ein bisschen drauf gespielt gehabt. Ne? Weil die Theorie ist ja relativ einfach in der Musik. Ja? Also es sei denn, man macht halt so super versetzte Geschichten wie im Jazz und so. Und das bin ich nicht so ein Freund von, aber ich kann dem einigermaßen gut folgen. Ne? Also was da theoretisch eigentlich aber ich mag selber so keine Musik unbedingt machen. Die ist mir nicht abgehoben, zu theoretisch. Ne? Mach lieber sogar Pentatonik, jetzt habe ich erzählt. Auf jeden Fall, wirklich dieser ganze Weg von erkennen, erlauben, untersuchen und dann quasi die Lösung zu finden, zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Klavier. Ja, fang jetzt an. Es hilft mir zwar nicht vor 20, 30 Jahren, aber ich mache dann, lerne ich es jetzt. Ja, das war halt die Lösung. So viel zu Rain. Also Rain halte ich für wichtig, weil das eben auch für so Körper, also selbst wenn ich diese Bewegung mache vom Qigong und Tai Chi, ne, komme ich ziemlich schnell aus dem inneren Kritiker raus, wenn ich das so, na, das ist ein analytisches Verfahren, ne, also mitzukriegen, was ist hier und das erstmal von allem Müll zu befreien, eben von dem inneren Kritiker, weil er stört ja nur. Das ist ja nicht hilfreich, wenn du dich selber immer fertig machst. Oh, es klappt nicht, ich muss das und das und so. Nein. Wir sind das gewohnt, dass wir so lernen. Ne? Aber mit dem positiven Verstärken hat sich das komplett erledigt. Ne? Also da muss man sich, man muss eine Intention setzen. Ne? Ich möchte Bauchatmen lernen. Okay. Ja, Zeit mit. Muss ich jetzt nicht sofort können. Mal irgendwann. Oder das Gehen. Das hört nie auf. Ne? Mach das jetzt schon seit, weiß ich nicht wie viel, über ein Jahrzehnt. Ne? Und mach's immer noch. Es ist immer, jeder Schritt ist neu, immer wieder interessant. Also die Intention, ich möchte jetzt gehen und dann interessiert zu sein. Ne? Muss man auf mein Knie heute mehr achten. Und so, und dann immer wieder zu merken, oh, jetzt das ging irgendwie fließender. Oh, und atmen konnte ich auch freier. Am Knie geht es auch besser. Also alles positiv. Ne? Nicht, oh, du musst mehr aufpassen, na, das war wieder falsch. So nicht, genau andersrum. Und also das muss man auch trainieren, dieses positive Verstärken. Aber das geht nur durch einen Aha-Effekt. Also dass man merkt, erstens, dieser innere Kritiker gefällt mir nicht. Und dann mitzukriegen, das Lernen fällt mir sehr schwer mit dem. Ne, mit diesem, oh, ich muss mich wieder dazu, weil dann kommt ja auch der Kritiker, die ist ja eine negative Verstärkung eigentlich. Ne? Aber ich muss mich dazu antreiben, jetzt das zu machen. Und das macht keinen Spaß, dann kommt wieder der innere Kritiker, ist alles negativ belegt. Ne? Aber wenn ich die Intention setze, ich gehe jetzt zur Wiese, und das mit dem Gehen,
möchte ich machen, finde ich gut. Ne? Und dann einfach mitzukriegen, ja, das hat gut geklappt. Ne? Dann wird das immer mehr zu so einem Lächeln. Immer mehr Lächeln, immer mehr Lächeln. Und das ist die Richtung, wo wir hinwollen. Ja. Nur das müssen wir kultivieren. Und jetzt sitzen wir rum und brechen das ab, wenn uns zu kalt wird. Es ist warm. Es ist warm. Ist warm? Nicht kalt. Nicht kalt? Nicht richtig. Nee, ich habe auch gedacht, dass es kälter wäre. Ah, mit Ton. Yay. Und wieder eine Minute vom Ende. Der hohe Ton für die Frage, wie fühle ich mich jetzt? Ja, stimmt, ich könnte auch eine dickere. Nee, die ist hinter mir, ne? Mhm. Ist mit der Kraxe abgestürzt. Da ist mir aber egal, ob Raupen da drauf sind oder nicht. Also ihr merkt, richtet euch ein. Macht auch aus Meditation nicht das nächste, was ihr lernen müsst und das Anstrengung und so. Und Konzentration brauchen wir auch nicht. Das ist ein Fokus, das ist eine Intention. Also wenn ihr schon länger dabei seid, kann das sein, dass sogar eure Meditationspraxis sich ändert. Also wo ihr dann gerade denkt, jetzt kann ich das schon, jetzt kommt er da mit seinem Gelassenheitskrempel und muss das alles neu lernen. Ja, das stimmt. Ihr müsst dann mehr gelassen sein. Also richtet euch ein. Und selbst wenn es jetzt anfängt zu regnen, ich habe zwei von diesen Regenponchos, auf denen sitze ich. Ihr könnt ja einen geben dann. Aber ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Oder ihr müsst euch ein kleines Zelt bauen. So gut es jetzt geht, zufrieden ist, dann achtet auf eure Gefühle, auf euren Geist. Wenn der zur Ruhe kommt, dann achtet nur noch auf den Körper, wie er atmet. Thank you.
Wunderbar. Genau. Sprecht. Nichts zu sprechen. Doch. Sprich. Langsam. Ich muss nachdenken. Ich muss aus dem Kopf aus. Für dich was fragen, ist schon wieder weg. Ah, egal. Genau. Komm, du musst noch mal kommen. Aber mir ist eingefallen, also ich habe jetzt um Stimme, also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe selber zu singen ein bisschen mehr, habe ich mir echt einen Eimer aufgesetzt, ne? Weil das, mir ist eingefallen, dass man das bei manchen Kindern macht, wenn die singen, ne? Und das fand ich aber ein bisschen zu krass. Ich habe es wirklich gemacht, mit einem Malereimer gesungen. Hm? Ich auch, ja. Aber dann habe ich die nächste Variante genommen, habe bei Thomann, bei diesem Musikversand, ein ganz billiges Mischpult gekauft und ein billiges Mikrofon und habe dann halt, dass man Musik hören kann und gleichzeitig singen und hören kann, was man singt. Ja? Und für die Stimme ist das echt super. Also wenn du direkt hörst, was du sprichst, ne? Weil wenn man das auf dem Band oder halt Aufnahmen anhört von sich selber, ist das ja sowieso merkwürdig, ne? Aber wenn man das direkt, wenn man spricht, hört, dann ist das Lernen enorm schnell. Echt? Naja, weil du ja direkt eine Rückmeldung kriegst, ne? Weil wenn du sprichst, dann hörst du das in dir, aber wenn du das über die Kopfhörer direkt während des Sprechens hörst, das ist nochmal, also es ist quasi so, als ob du den eigenen Lehrer hast. Also Bezug auf wenn du wirklich ein bisschen aufmerksam dabei bist. Ne? Und wie gesagt, entweder singen, ne? Dann weißt du ja einen Text vorher, oder irgendein Gedicht oder irgendwas, ne? In Bezug auf Artikulation. Ne? Also ich habe das, es gibt da auch im Internet, mit Badia, ne, so eine Sutra vom Buddha, die ich gut fand, ne, also wo er gesagt hat, achtet nicht auf den Lehrer, sondern achte auf das, was in dir dann, oder halt was weise Leute dann machen würden. Ne. Also achte nicht auf Schriften, achte nicht auf das, was ich erzähle, sondern finde in dir selber ein Kriterium zum Entscheiden, ob etwas richtig ist. Und das fand ich so wichtig für den Buddhismus, dass man eben sagen kann, und deswegen fand ich die wichtig, die ist nicht so lang, und habe die auch aufgesprochen. Also wirklich mit Mikrofon und so. Und dann habe ich mir das nochmal angehört. Und wenn du dir das anhörst, dann hörst du jeden und einen Versprecher. Das ist so wie unter einem Brennglas. Das ist so wie in einem Mikroskop. Sonst spricht man ganz normal, ne? Macht Füllwörter und solche Geschichten. Und wenn du dir das aber genau anhörst, dann wirst du noch eine Stufe aufmerksamer mit dem, wie du sprichst. Und wenn du eben sowas hast wie ein Gedicht aufnehmen zu wollen, dann steht nicht im Vordergrund, also dann wird der innere Kritiker nicht so laut, weil du ja nicht sagst, ich möchte jetzt sprechen lernen, sondern ich möchte das Gedicht aufnehmen. Oder wenn du einfach singst und dann über Kopfhörer hörst, was du singst, dann möchtest du singen. Und dann ist das einfach, es ist spielerischeres Lernen. Und es hilft extrem schnell voranzukommen. Deswegen sage ich das.